in dieser Folge geschehen wird. Das ist der kleine fette Türke, der vor seiner Kamera sitzt mit seinem coolen Basketball-Shirt und einen auf große Fresse macht. Ne, ja, deine Decker. Mutter guckt mir jeden Tag zu, Dicker. Deine Mutter guckt mir jeden Tag zu. Ey, ist das normal, dass mein Mund blutet, nachdem ich eine Kiwi gegessen habe? Nein. Ich glaube, die Säure hat meinen Mund zersetzt oder so versetzt. Irgendwas, keine Ahnung. Ich blute einfach. Blut im Mund, nie gut. Aber ist Durchfall seit über einer Woche normal? Hast du es oder was? Ja. Vielleicht hast du, wie heißt es nochmal, ja? Magen-Darm? Nicht Magen-Darm, vielleicht, aber wie heißt dieses andere nochmal? Was man bei so hohen Hühnchen und so bekommt. Salmonellen, schreibt einer. Salmonellen, genau. Ja, kann sein, dass die... Aber das gibt's doch nicht bei Hühnchen, sondern bei Fisch, oder nicht? Nein, nein, aber das kann von Fleisch allgemein kommen, wenn jetzt zum Beispiel die nicht richtig achten, wie die das Lebensmittel. Ich werd angerufen. Da stehen ein paar Leute, komm. Alles Klärchen. Aber ich sehe da auch Weiber, ne? Wenn die anfangen zu reden, dann rasten wir beide aus. Ja, wenn ein Weib einfach nur was sagt, rasten wir beide aus. Ey, sei still, wenn Männer reden, hast du verstanden? So. Okay. Die quatschen explizit die Männer so an. Tag, die Herren! Hallo, die Herren. Hallo, die Herren. Guten Abend. Kannst du mal deinen Maul halten? Wir haben mit den Herren geredet, meine Fresse! Mit wem wollen sie reden? Mit den Männern. Tut mir leid, wir haben wirklich keine Lust auf Weiber. Bei Männergesprächen haben die nichts verloren. Bisschen mehr Respekt wäre schon angebracht. Ja. So, wer möchte mit mir reden? Keiner möchte mit dir reden, Schnucki. Da hinten, kannst du uns mal Kaffee holen? Bitte? Wie redest du dir selber Kaffee? Ich war mal vorsichtig mit meinem Verhalten. Warum kommst du mir so nah und atmest mir ins Ohr rein? Hallo? Bisschen Respekt hier. Ich möchte lieber mit dem Mann der Frauen reden. Oh, hast du Angst vor mir? Nee, ich nehme euch einfach schlechte nur nicht ernst. Schlechte Erfahrungen mit Frauen? Du nimmst mich nicht ernst. Das ist aber schade. Das solltest du vielleicht. Warum? Ich habe hier Männer, die nehme ich ernst. Ah. Wenn ich was von dir möchte, dann mache ich das aus Respekt gegenüber deinem Mann. Dann quatsch ich deinen Mann an. Ist ja eine Sache des Respekts, ne? Okay, extrem haarblasend. Okay. Die könnt ihr hören, was diese Männer sagen. Also ich würde auch nicht wollen, dass jemand meine Frau einfach anquatscht draußen. Könnt ihr hören, gehen wir was sie sagen? Nenn mich nicht so. Okay, okay, Mädel. Dann hol uns doch mal Kaffee. Mädel Schocken. Auch nicht. Sag mal, hast du keinen Kaffee Respekt holen. Oder so? Ist scheißegal, ob du mit mir reden dann möchtest oder nicht. Rede aber doch nenn mich nicht. Weder Schnucki oder Mädel. Okay, dann sprech mich gar nicht. Okay, dann sage ich Süße. Geh uns doch einfach entweder Kaffee holen oder lass uns in Ruhe mit den Männern reden. Wir wollen nicht in diesem Mann. Jetzt schlägt's 99! Ey, was ist denn mit dir, du kleine Schlampe, Alter? Hä? Wie nennst du sie? Ach, mein Kollegen! Oh, jetzt geht's los, Alter. Ah, mein Kollegen. Digga. Jetzt pass auf, du. Bam, bam, hä? Mich. Ah, jetzt schlägt der Opa. Oh, er holt ein Messer raus. Was für ein Mann. Er holt ein Messer raus, Jungs. Hör mal auf damit. Komm her, du Spasti, Alter. Mal geht's dir gut. Alter, was ist denn mit dir? Meine Schwester an. Meine Schwester? Bleib mal stehen, Kollege. Okay, okay, ich bleib stehen. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Hol ihn weg, sehr gut. Warum will er mich denn abstechen? Wie redest du mit Frauen, du Idiot? Wie redet ihr denn mit mir, Alter? Ich will doch gar nicht mit der reden. Was seid ihr denn für Männer, wenn die der Meinung sind, die müssen zuschlagen, warum zieht ihr dann gleich Knarre? Oh, oh, okay, 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 okay. Natürlich, natürlich, wenn man mundtot ist, zieht man Knarre, okay. Das ist typisch, okay, ganz ruhig. Ich will mal ein bisschen Respekt haben. Ja, aber warum klärt ihr denn eure Probleme nicht so eins zu eins? Warum gleich Knarre ziehen und so? Habe ich eine Knarre gezogen? Ja, aber die andere Waschmaschine schon. Ich glaube, wenn jemand Kollege... so respektlos mit mir redet, dann hole ich meine Waffe raus. Warum? Wenn du durch kloppen willst? Weil du kein Wort wert bist. Du bist kein Wort wert. Du bist eine Kugel wert und mehr nicht. Okay, okay, Schnucki. Dann, wenn du kämpfen willst, okay, dann. Okay, nenn mich doch... einmal noch Schnucki und du hast eine Kugel im Kopf. Okay, 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 okay. Ich werde dich nie wieder so nennen. Okay, okay, okay. Ja, besser ist das. Okay, okay, okay. Ich gehe, ja? Darf ich gehen? Ja. Okay, besser ich gehe. Ist es. Okay, okay. Wir haben Winfried umgebracht. Alter. Ich rufe jetzt die Polizei, Digga. 911, schnell! Berko wird immer getötet, Bruder. Hallo. Kommen Sie schnell, Würfelpack! Winfried, die haben Winfried umgebracht, an der Ecke! Bitte schnell, die stehen hier noch! Herr Officer, das war die Schlampe, die trägt ihn da gerade. Meine Schwester noch einmal. Das war die andere, die blonde Bitch. Herr Stein, drehen Sie sich bitte um und gucken Sie weg. Herr Stein, verzeihen Sie mir, Sie können mich gerne. Oh nein, 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 du Schlampe! Du dumme Waschmaschine! Herr Stein, bitte! Bitte, Herr Stein! Herr Stein, helfen Sie mir! Sie schießt auf mich, die... Dann schießen Sie bitte jetzt endlich! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Herr Stein, bitte helfen Sie mir! Die wollen mich schlagen, töten! Oh nein! So, ich kann ihn machen, hä? Problemo! Keine Ahnung, wer war das? Jetzt müsst ihr ihn eigentlich festnehmen. Hab ich gemacht.
Ich bitte will mich tragen. Ich würde ihn gerne eigentlich zu den Mülltonnen bringen, wo er hingehört, aber. Edko. Ich weiß nicht, wer geschossen hat. Ich bin dazwischen gelaufen, wie sie gesehen haben. Ich habe gesagt, ich habe nichts geschossen. Wurf in der Straße doch nicht. Alles okay. Darf ich wieder? Gehen Sie, ja. Okay, danke. Grazie. Hey. Ey, wild, Digga. So wild, Bruder. Ich sag doch, das ist so ein Server, wo die so miteinander cool sind. So, die spielen ja kein RP, Digga. Nur weil du die Schnucki nennst, Digga, die rastet aus, Bro. Wahrscheinlich eingereist und dachten, wir haben den Geier. So, dann hoffe ich mal, dass er den entscheidenden Blick auf den Arzt wirft. Oh mein Gott. Dankeschön, Herr Mediziner. Das waren so zwei schnucklige Weiber gewesen. Ja, ja, die war richtig geil. Ja, aber das ist eine billige. Meinst du? Oh, Medic. Dankeschön, Medic. Vielen Dank. Ja, die hatte auf jeden Fall so einen Biss gehabt. So ein süßes Mädel gewesen, ey. Du hältst deinen Maul, lässt dich von dem Arzt behandeln. Ja, ja, ist ja gut, mein Gott. Oh. Sehr gut. Oh Gott, wo ist die süße Maus von vorhin? Ich hab gesagt, du hältst deinen Maul. Wo ist Winfried? Er liegt im Schnee. Wie mad willst du sein? Ja, ja. Der beißt sich OOC so in die Faust. Halt dein Maul. Ich hab doch nur Danke gesagt. Du wirst dein Maul halten. Du hältst jetzt dein verdammtes Maul. Winseln, das kannst du gut. Das solltest du schon mal üben. Ich erinnere mich gerade nur an den Sex mit deiner Mutter. Halt deinen Maul jetzt. Okay. An die Wand. An die Wand. Warum werde ich denn hier an die Wand. Okay, ich gehe an die Wand. Ruhe halt. Maul halten. Ich bin das nicht. Weißt du was? Ja? Ich nehm dich. Ey, ich bin das nicht. Ja? Nein, ich bin das Real Talk nicht, Mann. Ich bin das nicht. Bist du bescheuert, Mann? Guck. Ihr bringt mich ins Krankenhaus, um mich hier nochmal zu entführen, oder was? Ich bring dich ins Krankenhaus, um dir gleich noch eine über den Kopf zu ziehen, weil du meine Geschäftspartner angepackt hast. Wie meinst du denn? Die guten Frauen, die du gerade auf der Straße angequatscht hast. Ja, okay, aber dafür habe ich doch meine Strafe schon bekommen. Die haben mich doch schon umgeknallt. Was willst du denn mehr? Du bekommst deine Strafe. Ich war doch schon einmal auf dem Boden. Was willst du denn noch? Wir unterhalten uns gleich. Mein Gott, wie kann man nur so schlecht sein, Alter? Wie schlecht willst du sein, du? Ja. Schickt ihr euch überhaupt Nacktbilder? Ihr kriegt doch nicht mal Nacktbilder von der, Digga, und ihr cringst so rein. Hallo. Aber weißt du was, ich geh jetzt auch mal in die Suppe. Jo. Die haben mich, diejenigen, die mich ins Krankenhaus gefahren haben, die haben mich dort mit Waffengewalt jetzt in ihr Auto reingesetzt. Wieso? Ich weiß nicht, weil der Matt doch von der vorherigen Situation war. Aber die haben mich ja schon abgeknallt. Jetzt will er mich nochmal abknallen, also... Seid ihr ein Hardcore-Roleplay-Server, oder? Midcore. Ich komm gleich dahin, ich guck mir ja, das an. Ich weiß ja, dass ich recht hab. Hallo? Ey, Winfried! Maximilian? Winfried? Was machst du denn hier? Ey, die haben uns hier einfach wieder hier reingebracht, Alter. Oh, scheiße, die hat mir so vorhin auf den Bauch gehauen. Ich glaube, ich muss ein bisschen furzen. Ist das schlimm für den Fahrer? Hau einfach raus. Alter, okay, hey. Freilass oder das Knall, sofort Hände hoch. Hände hoch. Oh, lasst uns frei, besser. Oh, hör auf den Mann. Lassen Sie die frei, Mann. Mein Mann. Ich hab's euch gesagt. Er wurde gebumst. Hey, oh mein Gott, wo hat er die Knarre? Ich weiß nicht, wer bist du? Jungs, ich bin euer Retter, Mann. Ich bring jetzt zur Polizei. Nee, Polizei ist schlecht. Wer kann ich freilassen? Er hat diese Ungerechtigkeit gesehen. Hey, fahr mal zu dem Wehrwehr hier. Warte, hier. Hey Schnucki, da, alles gut bei dir? Ey, wir sind gefesselt, pass auf. Oh nein, was machst du? Entschuldigung. Jungs, sieht nicht gut aus. Über uns verliebt ein Gott. Ich glaube, oh mein Gott. Gut. Antichrist, fahr weg. Digga, Antichrist, fahr weg. Scheiße, Mann, der Teufel selbst. Oh nein, ich wurde eingefroren, Hilfe. Hallo? Jungs, es war meine Ehre. Hä, warum bist du eingefroren? Ich wurde eingefroren, ja, ich kann nichts machen. Hallo? Das war bestimmt der Antichrist. Ist hier jemand? Der Teufel kommt, Jungs, der Teufel kommt! Oh, ich bin draußen! Wurde ich auch eingefroren? Zeig dich, Teufel! Amino! Ote mare, hinte mare, amino, hohe! Was soll denn der Mist? So, ich hab alle drei gefreezed. Was ist das hier? Jo. Soll ich den Support rufen? RDM auf der Straße, erstmal schön über die Haufen gekackt. Ich hab niemanden RDM'd, ja? Ich stand dummerweise daneben, wo du in der Karre reingefahren bist. Also, ihr seid da zu dritt in dem Wagen losgefahren. Ich bin gefesselt. Ich kann nichts machen.
Ich wurde in dieses Auto gezerrt. Aus einem Krankenwagen, aus dem Krankenhaus, da reingezerrt. Also wirf mir bitte nichts vor. Du siehst doch, dass ich gefesselt bin. Soll ich die anderen in den Support rufen? Ich glaube auch, ich habe vorhin mit dir telefoniert. Kann das sein? Du hast auch den Typen von der Werkstatt da irgendwie hart angefahren. Ja, genau, das war ich, ja. Ja, und danach bist du auf dem Würfelpark auf Leute los und hast die als Schlampe bezeichnet, was so ein wenig gesagt nicht dreckig ist, sondern leicht frauenverachtend feindlich. Und das ist hier nicht wirklich willkommen. Menschen töten geht natürlich aber klar, ne? Nö, das, und so. Das geht bestimmt nicht klar, aber... Das wurde aber passiert, ne? Wir wurden aus dem Krankenhaus, wir wurden umgeschossen, dann wurden wir ins Krankenhaus gebracht, dann wurden wir dort hochgeholt und dann wieder gefesselt im Krankenhaus, wieder in einen Wagen. Was, hä, warum machst du mir solche Vorwürfe? Was wird denn das hier jetzt hier? Also ich verstehe es gerade nicht ganz. Ihr nehmt euch hier volle Kanne daneben. Wir benehmen uns daneben. Das wird wie Frieden, haben das wir Leute getötet? Ja. Die Pommes. Also ich habe Leute getötet? Habe ich Leute getötet? Habe ich Leute erdrückt? Du rennst durch die Innenstadt und beleidigst so ziemlich jeden, den du gerade finden kannst und bedrohst die Leute. Also das ist schon mal ein Anfang hier, der richtig. Absolut nicht geht. Das ist nicht richtig, was du gerade von dir gibst. Also hast du mir gesagt, du hast mich nicht am Telefon bedroht? Doch, habe ich. Du hast auch die jungen Damen nicht als Schlampen bezeichnet vorhin. Was apropos auch live in einem Stream zu sehen war hier. Entschuldigung, nachdem sie uns beleidigt hat, habe ich zurückbeleidigt. Ja, und warum kommt ihr die ganze Zeit an mit Stream? Ist das Wort im Rollenspiel auf Twitch irgendwie verboten? Nee, aber das ist so eine kleine Respektgeschichte, die man hier bringen könnte. Ja, also, aber wir spielen doch Rollenspiel. Wenn ich dich im Spiel respektlos behandle, dann heißt das doch nicht, dass ich dich OOC nicht respektlos behandle, hä? Aber vielleicht finden die Leute das auch nicht so, wenn die Leute IC reagieren auf deine, ich sag jetzt mal, sehr offensive Art und Weise und Gegenoffensive kommen. Brasco. Ist das wohl nicht ganz in Ordnung, Einen Moment, ganz kurz. Jungs, ich bin im Support. Wenn ihr wollt, kommt mal bitte in den Support und die machen uns jetzt hier gerade krasse Vorwürfe, Alter. Support sollen die kommen. Ich bin Wartraum. Geh mal in den Support, genau. Also, entschuldige, aber ich mach tatsächlich Rollenspiel und zusammenhanglos, random werden hier nicht Leute beleidigt. Wer ist denn hier das Supportführende? Der, mit dem du gerade sprichst. Ist er der Supportführende hier gerade? Mhm. Ist das nicht eigentlich Support, wenn er involviert ist? Naja, er spricht nur eine alte Situation an. Und hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun, weswegen ihr hier seid. Mit der aktuellen Situation, wo es hier geplatzt ist. Aber warum bringst du das? Ist hier gerade eben ein Brabus über den Würfelpark gefahren, hat gezielt eine Alte angefahren, mit den Worten, hey Alte, und dann volle Kanne reingedonnert? Einer von euch dreien hat den Wagen gefahren. Guck mal, wenn und du, ihr saß wenn dein, du dich wenn mal ein bisschen gefesselt, anstrengst, ist doch scheißegal. Wenn du dich mal, warum ist das scheißegal? Was redest du da? Weil ihr seid hier zu dritt unterwegs und hey, zieht zu dritt ich diese bin Scheiße ab. Freiwillig in diesen Wagen eingestiegen. Ich schüttel gerade meine Eier ab. Aha. Ich wurde dort reingepowert. Bitte. Reingepowert? Ja, ich wurde da reingepowert. Am besten, sonst ist halt irgendwo okay. Ja, was ist denn für dich? Ist das kein Power-RP? Leute, die du schon erschossen hast, nochmal zu Krankenhaus zu bringen, hochzuholen? Und dann nochmal in den. Dann nochmal. Zu fesseln, zu bedrohen und dann nochmal da reinzubringen? Das ist kein Power-RP? Das ist kein Power-RP, weil ich bin von dieser Situation nicht betroffen. Ich habe nur mitbekommen, dass du meine Leute attackiert hast. Meine Geschäftspartner, die haben uns attackiert. Du hast die Hand gegenüber meiner Geschäftsleute erhoben. Ich wollte euch mitnehmen. Lass mich ausreden, du wolltest gerade ausgesprochen werden. Ich wurde die ganze Zeit unterbrochen. Lass mich einfach bitte ausreden. Okay, red aus. So, ich wollte dich einfach einpacken mit deinem Kollegen und euch beim PD absetzen. Fertig aus. Im RP klären. Und nicht, ich spawn mir über die Konsole eine Knarre und schieß die Leute ballos über den Haufen, so wie es dein Kollege getan hat. Guck mal, woher der kommt, ich kenne den gar nicht. Checkst du das? Ja, jetzt. Achso, gerade. Ich kenne den gar nicht. Gerade im Auto. Wollt ihr noch miteinander sprechen? Winfried kenne ich. Den dritten, den Fahrer, den kenne ich gar nicht. Warum wirst du das die ganze Zeit vor? Dann bedank dich bei dem. Auf jeden Fall hat der euch gerade das RP kaputt. Ich glaube, diejenigen, die uns gepowert haben, machen hier mehr oder weniger ein bisschen was kaputt. Die Leute, die dich gepowert haben, mit dem sprichst du gerade. Ach so, ach geil, Alter. Du kannst das hier bringen? Was, ich kann das hier bringen. Ach, du bist die Projektleitung, Digga, geil. Ja. Du bist die Projektleitung, deswegen, okay. Sag mal, bist du nicht dieser Ronny? Du kommst mir sehr bekannt vor. Echt? Ich glaube, du warst schon mal hier auf diesem Server zum Trollen. Ach, jetzt bin ich ein Troller geworden, nachdem ihr uns hier powert. Sehr geil, so machst du das ja, hier also, ja? Ja, genau, deswegen beleidige ich dich auch. Mhm. Ja, deswegen bist du auch ein Hurensohn, Dicker. Ja, ich weiß. Ja, merkt man genau. Du powerst die Leute, abusest die Leute. Ja, cool. Du bist einfach mundtot, Bruder, fertig. Du, weißt du, der Klügere gibt nach, deswegen bin ich jetzt still. Du bist ein Idiot, Digga. Du bist einfach ein Lappen, mehr nicht. Ey, guck einfach in den Spiegel und halt dein Maul. Deine Mutter guckt mir jeden Tag in die Augen. Sie sagt, dass sie mich liebt. Und die guckt dir jeden Tag in die Augen und sagt, was du für ein Jammerlappen bist. Ja, hörst du sie dir abends nicht immer schreien, wenn du ab 5M zocken bist gerade so? Jungs, wenn du Rollstuhl das ist der Typ, der hier auf dem Server schon war. Du realisierst.
Qualität zu lächeln, Digga. Wie krank muss man sein, Alter? Ey, Projektleitung. Das ist deine Mutter dann. Dein Baba ist ein Lappen, Digga. Deswegen bin ich jetzt mit deiner Mutter zusammen. Das ist der kleine, fette Türke, der vor seiner Kamera sitzt mit seinem coolen Basketball-Shirt und einen auf große Fresse macht. Ne, ja, deine Decker. Mutter guckt mir jeden Tag zu, Digga. Deine Mutter guckt mir jeden Tag zu. Ach, Mädels, ey. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich kenne deine Deadpool. Mutter ziemlich gut. Aber nicht? Ja. Du dämlicher Sohn, Alter. Gleichfalls, mein Freund. Denn? Der, ziemlich ey, viel mit Huren wir zu sind, tun, ne? Wir sind hier live on Twitch, du kannst doch nicht Schippe sagen. Halt dein Maul, du dämlicher Hurensohn. Ich weiß, dass du kein Roleplay spielst. Du spielst hier OOC, das, was du im wahren Leben sein möchtest. Aber nicht kannst, weil dich keiner ernst nimmt, du Lappen. Du hast noch nicht abonniert? Runter von meinem Kanal. Unglaublich. Du hast noch nie eine Muschi gesehen, außer die deiner Mutter. Da sitzt so ein, hässlicher Fettsack in seinem vor seinem PC und denkt, er wäre die dicke Nummer, weißt du? Du hässliches Stück. Du hässliches Stück. Deine Mutter sagt, Tomorrowland sagt, danke Ronny, dass du hässliches Stück Scheiße, dass du ein Hurensohn so viel Langeweile hast, dass du wieder hier kommst. Ja, geil, dann kann jeder sehen, was für ein Hurensohn du bist. Das wird alles schön auf YouTube hochgeladen, du kleiner Schwanni. Schön Werbung auf Facebook machen, aber wenn dann Leute zum RP hierher kommen, powern wir die erstmal schön, weil wir es können. Ach so. Weil wir die Projektleitung sind, du kleiner Schwanz. Genau. War dieser Ronny nicht dämliches Stück Scheiße, was beim letzten Mal so frauenfeindlich da war? Und eigentlich das war genau der Lutscher, der in der Werkstatt aufgetaucht ist und voll beleidigt hat. Der hat sich als halt die Fresse, du kleiner Sohn, jetzt reicht's aber langsam. Ja. Oh, Alter, das ist jetzt so krass, Digga. Ja, ich geil mich auch drauf auf, Digga. Mach weiter, du Schatzkind. Also, ich freue mich auf deine Clips und ich freue mich auf die Videos, weil du gibst uns und du gibst mir den Fame, den du nie kriegen wirst, du Stück Scheiße. Deswegen bist du jetzt hier auch gerade drin und holst deswegen mit Stefan hier drin rum. Oder wie heißt der Schwanni? Mischa hier. Ich habe auch keinen Fame. Digga, den gibst du mir gerade. Der dicke, hässliche Fett, sagst du, so wie du es bist, sitzt da gerade und gibst mir den Fame. Du bist ein hässlicher Türke gewesen. Rassistisch sind wir auch noch, ne? Ist man Link? Fetter, wer ist das? Ekliger Türke und so. Digga, du bist einfach ein Hurensohn, mehr nicht. Also das Wort Türke hast du jetzt in den Mund genommen, Stück Scheiße. Hey, wir haben das on Stream, du hast das als erstes gesagt. Digga. Ich hab du dämlicher Fettsack gesagt, nee, hör doch zu. Fetter Türke gesagt, du hast fetter Türke gesagt. Wasch dir den Humus, wasch dir deinen Humus aus den Ohren, Stück Scheiße. Ich hab ja deine Adresse, oder wir haben ja deine Adresse. Wolltest du eine Autogrammkarte für uns haben? Du bist ja so verliebt. Kannst du die mir schicken? Mal wiederkommen. Schick mir die mal, bitte. Ich möchte gerne ein Auto, also so eine Autogrammkarte von so einem Nazi haben, bitte. Vielleicht kann ich das mit Ronny-RP anfangen, weißt du? Das, was du machst, hat nichts mit RP zu tun. Ach, das, was du machst, hat viel mehr mit RP zu tun, ja? Hat viel, viel mehr mit RP zu tun. Willst du mir das jetzt erklären? Du weißt nicht mal, was Power-RP ist, Stück Scheiße. Ja, Power-RP ist doch, wenn ich deine Mutter bisse. Heißt denn der Schwanni, Digga? Ich würde den gerne mal finden, ohne Scheiß. Ey, ohne Witz, kann den mal einer finden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ist das gerade dein Ernst? Der ist mad, weil es bei ihm nicht läuft, Digga. Ach du Scheiße. Achso, bei dir läuft's nicht, deswegen bist du jetzt mad auf uns oder was? Was ist denn los bei dir, Digga? Der hat uns gerade rassistisch beleidigt, Digga. Digga, als ob solche sich in Real Life trauen würden, überhaupt vorbei. Ich wünsche mir, dass sie mal vorbeikommen und mir so etwas mal ins Gesicht sagen. Dieser süße Milchbubi kommt mir an mit so einem fetter, hässiger Türke. Ach du Scheiße, Digga. Guck allein dieses Bild hier, Bruder. Digga, wenn der nicht Gary's Mod spielt, dann weiß ich auch nicht, Digga. Lupus Maeve band uns hier, du bist ein kleiner Nazi. Und dankeschön nochmal, dass du dich geoutet hast als kleiner Nazi. Aber ich glaube, du Sohn darfst das auf Twitch. Warte, wo ist Berko, Dicker? Ja, ich brauch Berko hier. Berko, wollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Digga, ich hätte... Vor allem, er sagt noch, guck mal, er konnte sich nicht zurückhalten, ne? Er konnte sich gar nicht zurückhalten, er musste das loswerden. Kleiner, fetter Türke. Dann sage ich zu ihm, du hast doch vorhin gesagt, kleiner, fetter Türke. Nein, stimmt doch gar nicht, habe ich gar nicht gesagt. Ich schwöre, Digga, das, ich hab's gehört, Digga. Ich dachte mir, Digga, der streamt auf Twitch, Digga, was macht der? Wegen jeder Bounty, wegen jeder Kleinigkeit. Digga, der hat da so Bilder mit Glumanda in der Hand und Zelda und macht mir ein, ich hab deine Adresse und so. Ich hab deine Adresse. Guck mal, vor allem der band dich, Digga, macht noch so ein cooles Outro-Wort, Digga, und kickt dich dann und kommt dann aber danach in den Chat rein. Naja, bannen, mundtot sein, aber im Chat zu Wort kommen wollen, ne? Du kleiner Sohn. Digga, man merkt doch, die machen Fail-RP, die schießen uns um, machen 5 Partei oder so, weil jeder war unterschiedlich angezogen. Und dann, wenn die aber mal umgeschossen werden, holen die direkt rum und bannen ein und machen Abuse und alles.
Das sind schlechte Verlierer, Digga. Ich glaube, die haben auch ein Real Life ein bisschen auf die Schnauze bekommen oder so. Roselia schreibt, Hardcore? Du hast nicht mal die Beschreibung gelesen, traurig. Halt deine Fresse, du kleine und mach mal weiter dein Ding da. Rosette 94. Roselia, komm, wir reden Discord, Scheiß. Komm, Roselia. Ohne Scheiß, du kannst auch hierher kommen, Roselia. Ich bin nur davon ausgegangen, dass du eine Sub bist, weil die bannen uns ja direkt instant so. Aber dann kommt ihr halt in den Chat, ne, und wollt ihr zu Wort kommen. Wenn du wirklich zu Wort kommen möchtest und argumentieren möchtest, dann kannst, bist du herzlich eingeladen in den Discord. Ich move dich in den Call mit Berkuli, ja. Dies beim Move-Talk, Move. Bruder, da kommen jetzt okay. Ganz viele Leute sonst rein. Oh, so, ich, da ist schon der erste Blondie mit dem Profil. Ja, weißt du, ich hol sie lieber hier so in den Call rein. Weil wenn du da jetzt in den Call gehst, da sind ganz viele Hygienen, die nehmen dich auseinander. Richtig kann penetrieren. Nein, bei Move kann keiner reden. Bei Move kann keiner reden, Digga. Aber die würden sie jetzt wirklich auseinandernehmen, Bruder. Ich sag dir so, wie es ist. Die würden die mies auseinandernehmen. Deswegen ist es lieber besser, wenn ich sie hier rein edde, Digga. Lass mal ganz sachlich reden mit der. Hallo. Können wir vielleicht einfach die ganzen Beleidigungen mal lassen und einfach wie Erwachsene miteinander reden? Wäre das möglich? Klar. Roselia, wir nennen das Kind beim Namen. Das sind Hurensöhne. Dich beleidige ich aber ja nicht. Aber warum damit. Denn Hurensohn? Warum? Was ist das? Warum? Wenn ich ihn einen Hurensohn nenne, dann möchte ich damit nicht sagen, dass seine Mutter auf den Strich geht. Ich bezeichne eher so mehr oder weniger seinen Charakter. Ich kenne doch gar nicht seine Mutter. Ich kenne die doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, was die beruflich macht, ob die auf den Strich geht oder als Sachbearbeiterin arbeitet. Ich möchte lediglich seinen Charakter damit so ein bisschen in den Vordergrund bringen. Er benimmt sich wie ein Hurensohn. Und Hurensöhne sind so Dudes, die keine Liebe von der Mutter bekommen haben, aber die Liebe der Mütter, die sind an Freier gegangen. Das möchte ich sagen. Aber deine Definition von Hurensohn macht einfach keinen Sinn. Dann nenn ihn doch Arschloch, Idiot, keine Ahnung, irgendwas. Aber Hurensohn macht keinen Sinn. Doch, er hat den Charakter eines Hurensohns. Nein, aus dem Ganzen, die Definition von Hurensohn können wir gerne googeln, wenn du möchtest. Dann nenn ihn doch irgendwie anders, keine Ahnung. Ist doch egal, er wollte ihn nur beleidigen, er wollte nicht seine Mutter. Lass doch einfach nicht drüber reden. Aber was ist denn jetzt gerade so, also was stört dich denn jetzt? Was hast du denn auf dem Server zu tun oder zu melden, wenn ich fragen darf? Hast du da irgendeine Funktion? Wer redet da gerade mit mir? Ich, Brasco. Nee, ich bin einfach nur Spielerin. Du bist Spielerin, also ich finde das toll, dass du mit uns so ganz normal reden möchtest. Guck mal, wir geben dir hier die Möglichkeit, vernünftig mit uns zu reden. Aber die Möglichkeit hatten wir dort nicht. Wir wurden dort vorhin rassistisch, OOC, angegangen. Was hast du dazu zu sagen? Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Nein, du bist eine Spielerin. Warst du gerade auf dem Server? Oder das war die, wo mich Nocki gehauen hat, Bro. Also ich und Melkoli. Kann ich nur mit dir reden? Können die anderen einfach mal still sein? Das ist sehr schwierig sonst. Berkoli war aber bei der ganzen Situation mit dabei. Ach, der war dabei. Okay. Deswegen. Also pass auf, wer war denn jetzt gerade auf dem Server da eigentlich? Wir beide, ich, Brasco White und Berkoli. Okay, dann hast du doch bestimmt da mit zwei Damen geredet, richtig? Richtig. Wir waren die zwei, die zu euch gekommen sind. Richtig. Aber du, weißt du, die feine englische Art ist es einfach nicht. Du, dein Ding, ob du mit Frauen klarkommst, das ist überhaupt gar kein Stress. Du musst auch weder mit mir reden, aber man kann doch dennoch respektvoll bleiben, oder? Roselia. Man muss doch nicht hingehen. Nee, stopp, lass mich bitte ausreden. Okay, ich lass dich ausreden. Okay. Wir sind doch beide in einer Position, wo wir sagen können, so, hey, du willst nicht mit mir reden, ist okay, aber dieses ganze Beleidigen und weiß ich nicht. Weiter, ich möchte deine Argumentation zu Ende hören, dann möchte ich was dazu sagen. Okay. Nee, also ich finde es halt einfach diese Art und Weise, man kann es ja auch im RP ausspielen, dass du einfach keinen Bock hast. Hab ich doch gemacht. Aber warum musst du dieses Beleidigen? Nee, das war einfach, auf welchen Servern du sonst... Nee, das war kein gutes RP. Darf ich da reinkriechen kurz? Also bevor Brasco argumentiert und vielleicht was im Vordergrund nicht also vergisst. Also, ausspielen war das ja nicht. Ihr habt uns abgeknallt. Nein, das stimmt nicht. Achso, nee, ihr habt uns nicht abgeknallt. Warum lagen wir denn da? Nee, ich hab dir eine auf die Fresse gehauen, weil meine Rolle, du darfst ja auch nicht vergessen, wir haben dort eine Rolle. Du hast dich mit einer Fraktion... Wir vergessen das doch gar nicht, Roselia. Wir vergessen nicht, dass das eine Rolle ist. Ihr vergesst das. Du wirfst mir gerade vor, dass ich frauenfeindlicher Mensch wäre und nicht normal mit Frauen reden können, obwohl wir dir hier die Möglichkeit geben, in unseren Discord zu kommen und normal mit uns zu reden. Merkst du was? Hey, stopp mal. Nein, stopp mal. Digga. Ich rede gerade mit dir in IC-Sicht. Redest du jetzt gerade von OC? Ich glaube, jetzt mischen wir das Ganze, oder nicht? Warum reden wir denn jetzt über... Nein, warum reden wir denn über IC? Jetzt wird's... IC juckt doch keinen, wir reden über den Supportfall. IC kann ich doch sein, wer ich möchte. Ja, aber ich weiß doch nicht mehr, aber warum willst du mit mir über den Supportfall reden? Ich bin doch keine Supporterin. Herr, warte mal, IC ist ein Spiel, das interessiert doch gar nicht, was da passiert ist. Wir reden gerade darüber, aber dass die PL rassistische Beleidigungen, Äußerungen getätigt hat im Support, seine Rechte ausgenutzt hat, seine Position als PL, einfach gemacht hat, was er wollte und ja, sozusagen gespielt hat. Aber das hat doch gar niemand. Habt ihr euch eigentlich mal die Regeln durchgelesen von dem Server? Wahrscheinlich. Wie, das hat keiner. Hast du den Stream nicht geschaut?
Nee, welchen Stream? Deine? Und dann, nee. Okay, die hat gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Nee, du, ganz ehrlich, selbst wenn da irgendwas gefallen wäre mit einer rassistischen Äußerung, ihr habt so viel Bullshit von euch gelassen. OOC, rassistisch. Ja, ich rede gerade, ja, trotzdem, du redest gerade in deinem Stream, nennst du ihn Sohn alles. Ja, richtig. Er hat deine Zollen gebracht. Richtig. Komplett beleidigst du ihn komplett weg. Richtig. Es ist okay, dass du dich aufregst, wenn der sagt, hey, du, ich weiß nicht, was er gesagt hat, ne? Ganz interessiert dich, glaube ich, auch gar nicht, ne? Nein, weil es nicht mein Problem ist. Das ist zwischen euch ein Ding. Ich bin hier nicht hier, um da zu vermitteln. Ich verstehe gerade noch nicht, warum du solchen Hetzel betreibst. IC kann ich sein, wer ich möchte. Ja, ich kann dort ein frauenfeindlicher Mensch sein, der eine Frau nicht ernst nimmt und lieber mit einem Mann redet. Wenn euch das OOC-Mat macht, dann weiß ich nicht, ob Roleplay das Richtige für euch ist. Zweitens, ich gehe in den Support, ja, und rede da ganz normal mit denen und irgendwann fing der an mit, du bist doch dieser fette Türke, du warst doch schon mal hier. So, meinst du, da werde ich doch eine sachliche Diskussion mit dem führen? Da werde ich die Sprache sprechen, die er versteht. Nämlich die Sprache, dass er ein Sohn ist. So, ob du das toll findest oder nicht, interessiert mich nicht, weil ich sag dir auch ehrlich gesagt, warum mich das nicht interessiert. Weil du einen Doppelstandard hast. Dich juckt, du kommst hier rein und sagst mir, wie schlimm das ist, dass ich den in Grund und Boden beleidige, aber es interessiert dich in keinster Weise, dass der OOC rassistisch geworden ist. Wie soll ich dich da jetzt noch ernst nehmen, Roselia? Weißt du, was das Problem ist? Guck mal in deinen Chat gerade rein. Was steht denn da? Die sind alle getriggert, die beleidigen euch hart. Aber von was? Aber warum werde ich denn jetzt? Guck mal, du sagst gerade nichts gegen deinen Chat. Ich habe dir nichts getan, oder? Warum liest du denn überhaupt in den Chat? Stopp, habe ich dir was getan? Brosco ist kein Vormund von seinem Chat. Warum liest du den Chat? Stopp mal, aber du redest mit mir. Nein, Roselia, du redest mit mir. Stopp mal, ja, ich bin auch Streamerin. Ich muss dafür sorgen, dass mein Chat sich benimmt. Ich bin dafür verantwortlich, was mein Chat schreibt. Nicht für alles, wenn die sich nicht benehmen. Stopp, doch, wenn die sich nicht benehmen können. Zum Glück sind wir nicht auf Twitch. Okay, was haben die denn reingeschrieben? Genau, das ist das Problem. Auf Twitch wärst du schon längst gebannt worden. Ich bin da schon längst gebannt. Ja, dann frag dich mal, warum, Schätzelein. Nee, ich weiß auch warum, weil so ein Hurensohn dort rassistische Sachen bringen kann, ich aber nicht. Weil, ach, das ist Doppelstandard. Doch totaler Quatsch. Ist doch aber so, hast du doch gerade gesehen. Das Traurige ist, ich dachte gerade wirklich, du wirst lauter und alles. Ich dachte wirklich gerade, wir können normal reden. Aber ich glaube, ich bin da einfach zum Gutmensch. No joke. Hab ich dich beleidigt? Nein, wir reden. Nein, ja. Es geht nicht nur ums Beleidigen, sondern einfach den Respekt, dass man sich gegenseitig nicht anschreit oder sonstige. Ich rieche hier komplett in den normalen. Roselia, doch, du schreist oder hebst deine. Roselia, das ist mein Temperament. Das bin ich. Das ist der Mensch. Ich habe auch Temperament. Ja, ist ja schön, aber das ist mein Temperament. In einer Diskussion kann ich auch schon mal etwas lauter werden. Heißt aber nicht, dass ich dich anschreien möchte. Weißt du, wann ich lauter werde? Wenn ich merke, dass du einen Doppelstandard hast. Du findest es schlimm, dass der Brasco den in Grund und Boden beleidigt. Aber dazu, dass der rassistisch geworden ist, machst du nicht mal ansatzweise seinen Mund auf. Nicht mal ansatzweise. Und dann sagst du auch noch schlimmer, Roselia, da sagst du auch noch, selbst wenn er das gesagt hätte, ist doch nicht so ein Grund gleich den. Doch, das ist die Sprache, die er versteht. Er kann nicht, ich kann nicht vernünftig. Ich hab doch versucht. Ich bin doch in den Support gegangen, hab doch ganz normal mit denen geredet. Bis die angefangen haben, sich wie Hurensöhne zu benehmen. Und so, wenn er sich anfängt, wie ein Hurensohn zu benehmen, nachdem ich vernünftig mit ihm rede, behandle ich ihn so. Darüber regst du dich auf, aber sagst kein Wort dazu, dass er einfach ein racist Nazi-Kind ist. Nein, weil ich es nicht mitbekommen habe. Ich hab's doch gerade gesagt. Ich hab's doch gerade gesagt, du kannst das nachvollziehen. Das ist alles on stream. Wir lügen doch nicht. Nein, ich kann es nachvollziehen, wenn es so. Warum lüge ich nicht? Hallo, ich hab's nicht mitbekommen. Ich muss mir immer zwei Seiten von der Geschichte anhören, nicht nur deine. Ist passiert. Ich kenn dich nicht. Ist passiert und ist ja, auf ist stream, okay, kannst du dir angucken. Wenn es passiert ist, dann ist es so, dann klär das doch mit denen. Wie denn? Wie, wenn der uns kommt und dann im Chat. Aber weißt du, was ich süß finde? Erzähl mal. Also jetzt mal kurz, lass mal weg von diesem ganzen RP kurz, ja? Warum geht's ganz ehrlich, okay, dann, du hast wirklich solche Ehrenmänner im Chat, natürlich. teilweise, die gerade reinschreiben und was Gutes an denen finden. Aber alle anderen, die schlechte Sachen reinschreiben gerade. Weil die wissen, dass du reinguckst. Stopp. Die wissen, dass du reinguckst. Deswegen triggern die dich. Das war vorher schon so. Nein, wollen dich triggern. Das macht doch ein Zuschauer aus. Aber es juckt mich nicht. Ja, anscheinend ja schon. Roselia, anscheinend ja schon. Du siehst es in dem Sinne nicht. Ich finde es nur lustig, aber ganz ehrlich, jetzt ganz kurz als Schlusswort. Ja. Was da auch immer passiert ist, ist mir eigentlich scheißegal. Interessiert dich nicht, dass das Nazi-Server ist. Interessiert dich nicht, ne? Es ist. Gar nichts dazu zu sagen? Ist es doch. Die PL ist auch rassistisch geworden. Hast du nichts dazu zu sagen? Keine Distanzierung davon?
Von was? Ich muss mich von nichts distanzieren, was nicht passiert ist. Aber du distanzierst dich. Aber du distanzierst dich von meinen Äußerungen. Distanzierst du dich von meinen Äußerungen? Habe ich nur, doch gar nicht gesagt. Ja, ich frage dich. Ja, weil du es gerade in meiner Gegenwart sagst. Okay. Die PL hat das nicht in meiner Gegenwart gesagt. Muss er doch nicht, damit du dich davon distanzieren kannst. Weißt du was, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Mundtot! Mundtot! Verpiss dich aus dem Discord! Tschüss! Die Waschmaschine im Schleuder. Ich muss mich davon nicht distanzieren. Verpiss dich denn? Bro, das sind verblendete Menschen. Ich verstehe das nicht. Die wollen nur das hören, was die für richtig halten, aber nicht das andere. Ja, ja. Wie kann das sein, Bruder? Ich sag doch, das juckt die nicht. Ich hab dir das mehrmals gesagt, Digga. Ich hab dir das mehrmals gesagt. Er ist rassistisch geworden. Erst danach habe ich ihn angefangen zu beleidigen. Ja, und dazu sagt er gar nichts. Aber es ist schlimm, wenn ich ihn so nenne. Dann verpiss dich, Digga. Dann weiß ich doch, dass du eine kleine bist, Digga, den du hier nur verarschen möchtest. Aber kriegst du nicht hin. Mich interessiert es nicht, was dein Chat schreibt. Na, erzähl doch nicht, du redest die ganze Zeit über den Chat. Guck mal, was dein Chat schreibt. Na, halt deine Fresse, die wollen dich triggern. Die sehen, dass du zuliest und dann schreibt dir deine Waschmaschine. Machen die hier drin. Ich hab da Angst reinzugehen gerade, ohne Scheiß. Der Typ einfach nur mal beleidigt, Digga, dann muss man sich so eine Scheiße nicht bieten lassen. Und dann ist es ganz genau richtig, dann kommt die mit irgendeiner Twitch-Kacke, die soll mal ihr Maul halten. Dann soll die auf ihrer scheiß Faschisten-Plattform weiterspielen, Alter, den rechten Arm heben und dann für ihr Deutschland einstehen, die hässliche Nachricht. Wirklich. Wen willst du f***en? Wen? Du dumme Sau! Are you OOC, Matt? Ach, boah.